Ja, aus dem Grund sollte man zum Bogenschießen ein Fixblade mitnehmen. Aber ich habe nur ein Taschenmesser dabei. Das Manly Comrade. Wenn er hier am Pfeil durch eine Wurzel schießt. Das war schon etwas morsch, aber der Pfeil steckt richtig bombenfest da drin. Ja, klar. Aber ich sag mal, wenn ein Folder robust ist, ohne Verriegelung, dann ist es das Comrade, mit dem man auch mal so einen Missbrauch machen kann, wie Hebeln. Das vor 2 Tagen habe ich, glaube ich, noch ein Video aufgenommen über meine Fixblades. Ich glaube, ich hatte selten zuvor so viele Fixblades wie im Moment. Ich habe sogar eins in der Bogentasche im Auto liegen. Aber gut, soll wäre das Linder gewesen mit der Steckangel. Oh, hier sind irgendwelche Insekteneier oder Ameiseneier oder irgendwas. Und selbst mit seinem Linder würde ich das nicht machen wollen, was ich jetzt hier mit dem Manly mache. Das ist halt einfach ein robustes, geiles Messer. Oh ja, jetzt hat es ein bisschen minimales Klingenspiel, aber das kann man ja nachziehen. Weißt du, das ist kein Wunder, wenn du hebelst. Aber das ist kein Problem, ne? Das Ding hat hier Imbus. Ziehst du nach. Der Stahl, dem ist es Stahl, ist es scheißegal. Holz, das ist D2. 60 Rockwell. Da machen wir nachher ein 1 mm nachziehen und dann hält das wieder, ne? Also ein Taschenmesser für robuste Sachen. Ist der Pfeil noch ganz? Boah, guck mal, da habe ich sogar durchs Holz auch noch den beschissenen Pfeil getroffen. Verdammte Axt.